Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Elden Ring. Ihr habt ja die letzten zwei Folgen gemerkt, ist heute immer noch der gleiche Aufnahmetag. Es ist nicht so ganz mein Tag irgendwie, würde ich mal sagen. Und was macht man, wenn man, wie soll ich sagen, einen scheiß Tag hat? Klar, man probiert neue Dinge aus. Zum Beispiel das hier. Verbraucht FP, werfen verursacht Schlaf. Ich wollte mir das einfach mal angucken. Da wir ja im letzten Part diese Schlafwaffe da gefunden haben, wollte ich jetzt einfach mal... Ja, so 11 Schlaftöpfe herstellen. Jetzt, für was könnte man die nutzen unter anderem? Eventuell, deswegen wollte ich mir das gerade mal angucken. Ah, das geht jetzt von hier aus nicht. Ich muss ganz kurz rauslaufen, dann porten. Eventuell könnte man es nutzen. Wir machen gleich diesen Dungeon, keine Sorge. Auf dem Fäulnisbalkon, denn dort unten drunter haben wir ja dieses Schwert von Drina gefunden. Und jetzt wollte ich einfach mal in dieser Horde Untoter, die da hinten angebrettert kommt, einfach mal testen, ob das sozusagen... so ein kleiner Hinweis ist so, ja, dort könnt ihr es mal nutzen, jetzt muss ich gerade gucken, wo ist das Zeug? Da unten, so wunderschön, so, Schlaftopf mit am Start, und man würde ja normal da unten dieses Schwert von Drina finden, hätte dann diesen komischen Schlafnebel und so weiter, und das könnte sich natürlich bei so einer Masse an Gegnergruppen lohnen oder... bei den zwei Bossen, die wir im vorletzten Part gesehen haben, dass ich dort mal so einen Schlaftopf auf einen werfe zum Beispiel. Ich muss mich einfach mal mit verschiedensten Sachen da so ein bisschen, ja, so ein bisschen reinfuchsen, sage ich mal, dass das irgendwie funktioniert. Okay, man müsste auch gucken, wie weit kann man da werfen und betrifft mich das selbst oder so. So, ah, da pennen sie tatsächlich ein. Krass. Guckt euch das an. Ja, und so könnte man das dann eventuell nutzen hier. Also jetzt nicht ganz speziell bei den Gegnern hier, sondern generell bei Bossen und so. Schlafe ich selbst auch ein? Also nicht Bossen, in gewissen Situationen einfach, dass man auch mal an die Schlaffunktion hier denkt oder an spezielle andere. Oh, ja, jetzt habe ich selbst so eine Fäule mir eingefangen. Ja, an einfach gewisse Funktionen im Game denkt, an die man so vielleicht gar nicht denkt. Zum Beispiel die Töpfe ordentlich zu nutzen, wäre so eine Vorstellung davon. So, komm, lasst mich noch ein bisschen am Leben. Geht die Fäulnis da wieder hoch? Ne, das killt mich jetzt einfach. Okay, traumhaft. Es hat mich nur mal so interessiert, ob das generell überhaupt funktioniert, ob das überhaupt Sinn macht, hier jetzt das zum Beispiel gegen die Gegner hier zu nutzen. Ist natürlich irgendwie Quatsch, ne? Jetzt hier down. Wunderschön. So, stirb. Hallo. So, kriege ich da ein paar Seelen zusammen? Ne, ne? Aber man könnte es zum Beispiel auch nutzen, wenn da jetzt irgendwie krassere Gegner am Start sind. Also, wie gesagt, das mit dem Schlaf hier könnte man eventuell mal versuchen, bei einem Boss zu nutzen, ob es irgendwie was nutzt. Kann sein, also bei so einem doppel erscheinenden Boss sozusagen, könnte ja sein, dass es irgendwie mal was nutzt oder sowas. Dass man einen für sich gewinnt, der dann für einen kämpft oder so. Wäre ja rein theoretisch eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist noch folgende. Jetzt habe ich es natürlich vergessen. Ach so, dieser... Wir hatten mal so einen Zweig gefunden, wo man auch irgendwie die Gegner für sich gewinnen kann. Was ist jetzt los? Oh, ich habe nicht aufgepasst. Oh, bitter. Hatte ich kein Leben mehr? Ich war nur am Quatschen jetzt. Jo, oh mein Gott. Ich sag ja, es ist nicht mein Tag. Ja, ich habe jetzt gar keine Hits abbekommen, habe gar nicht mehr dran gedacht, dass ich die ganze Zeit da am Sterben bin. Ja, hat mich nur mal so interessiert, wie funktioniert das mit dem Schlaf? Also es scheint zu funktionieren und natürlich auch andere Töpfe, die man dann auch mal sinnvollerweise nutzen könnte, rein theoretisch. Hier kann man einfach rein theoretisch auch durchbrettern, hier mit der geschwungenen, hier mit, so mit dem Hammer oder sowas. Wenn man genügend Damage macht, ist das natürlich umso besser und sich dann einfach so ein bisschen Runen mitnimmt, ne? Jetzt nur mal so rein theoretisch hier. Ja. So ein paar Runen könnte man hier mitnehmen, aber es ist eigentlich Quatsch. Es macht keinen Sinn, aber ich mach's trotzdem, weil es so viel Spaß macht. Rums! So, nee, alles klar. Genug mit den Gegnern hier rumgehauen. Also Schlaf wäre eine Möglichkeit, eventuell ganz andere Behälter, die ich mal sinnvoll taktisch nutzen müsste und herstellen müsste. Dazu muss ich dich leider killen. So, wir gehen nochmal ganz kurz ans Feuer, dass die Gegner da mich nicht stressen oder sowas. Jo, war mir einfach mal wichtig, dass wir auch solche Sachen so langsam in unser Gameplay mal so einbeziehen nach 186 Folgen. Kann man ja mal machen. Also die Töpfe dann doch mal zu nutzen vielleicht. Wie gesagt, hier wäre Schlaf. Oder vielleicht kommt dann irgendwann mal eine Gegnergruppe, die richtig rumstresst, wo Schlaf vielleicht eine Alternative ist, das auf ein paar Gegner draufhauen. Und die anderen Gegner holt man sich dann anderweitig. So, gehen wir nochmal auf Objektherstellung. Was hätten wir denn noch so Schönes?
Verursacht Magieschaden, verursacht Heiligschaden, verursacht Vergiftung. Auch das wäre sinnvoll, da es ja manchmal diese Giftviecher da gibt. Habe ich noch drei? Hatte ich noch so viele offen? Ich weiß gar nicht, gesprungener Topf. 13 von 15 und hier 4 von 16, keine Ahnung. Was können die denn? Also, da es ja diese komischen Vergiftungspflanzen da gibt, da könnte man das zum Beispiel auch draufwerfen und dann explodieren die direkt und so ein Kram. So, verursacht Frost, behindert die Heilung durch Trinkflaschen, auch sowas wäre vielleicht mal sinnvoll, auf irgendwelche NPCs oder so zu werfen. Müssen wir uns merken, dass es sowas gibt. Oder auch im PvP oder so. Bestienköder lockt nur Bestien an. Mhm. Der Grolltopf, damit kann man ja, Geister rufen. Auch das ist vielleicht mal interessant. Einfach mal zu sehen, wie das so läuft. So, habe ich jetzt mal so ein paar Dinger hergestellt. Müsste man mal so nach und nach testen. Ich hole jetzt da mal so ein bisschen was raus. Also hier Parfüm geht raus und hier Gifttopf holen wir mal noch mit. Und wir holen hier diesen Grolltopf da mal mit. Keine Ahnung, ob das jetzt alles so sinnvoll ist. Keine Ahnung, werden wir sehen. So, war mir nur mal wichtig, das auch so ein bisschen mal mit rein zu beziehen. Und jetzt können wir wieder weiter scheitern. Vorsicht vor hoch! So, das ist kein Problem. Da bin ich doch zufrieden. So, hier wahrscheinlich Vorsicht vor rechts oder so. Ne, Hebel, auch schön. Vorsicht vor Monster. Herbeirufungsreserve ist aktiv. Hier fahren wir runter, können wahrscheinlich wieder irgendwo abspringen oder so. Ich sehe nichts. Hätte ich abspringen können wahrscheinlich, ne? Müssen wir sich nochmal angucken. Runtersuchen. Ja, und hier geht's halt weiter. Wenn sie runter sagen, gehen wir in die andere Richtung, oder? Vorsicht vor Hinterhalt. Ach, echt? Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ach, stimmt, ich wollte die Bolzen noch ändern. Oh, nö, die hauen ja doch ein bisschen rein. Oh, Hallöchen. Ja, bei so Viechern zum Beispiel. Da könnte man jetzt so wunderbar so einen Topf da reinballern. Jetzt nicht einen Schlaftopf unbedingt, aber vielleicht... Ja, gucken wir uns einfach mal so einen Grolltopf an, was da passiert. Jetzt müssten hier so Geister angeflattert kommen. Na, sehe ich jetzt nicht so ganz. Ah ne, das war der Gift. Das war Gift. Hier sind die Geister. Wir machen halt so ein bisschen Damage, ne? Ansonsten könnte man hier... Schlaf. Schlaf ein, meine Freunde. Schlaf, du komisches Ding. Ne, auch das. Ne, die sind da statusresistent. Weil das sind ja diese Fäulnis... Was weiß ich was, Viecher. Da muss man wahrscheinlich auch Fäulnis reinknallen, dass die dann platzen oder sowas. Gehe ich davon aus. So wie es beim Gift dann auch funktioniert bei den Pflanzen. Ich nehme es mal so an. Jetzt mache ich natürlich hier mit meinen Hiebwaffen oder stumpfen Waffen halt, das ist halt nichts. Muss man halt auch sagen, außer ein bisschen Staggered Damage, genau, dann liegt da mal so Blatt da rum, das ist vielleicht noch ganz sinnvoll. Ansonsten nervt der ganze Krempel, aber sie sind auch relativ ungefährlich. Relativ. So, meine Ausdauer, oh, ich habe mich verdrückt. Ja, er schläft immer noch nicht, ich habe es gecheckt. Meine Ausdauer ist aber so mega anfällig. Ja klar, vielleicht weil ich die ganze Zeit nicht gewohnt bin, eigentlich so mit dem Hammer zu spielen. Ne? Und vorher auch die Ausdauer, den Ausdauer-Rack noch drin hatte. Irgendwie bin ich voll ausdaueranfällig. Na, was ist das da oben nochmal für ein Zeichen? Ist wahrscheinlich kein Port, oder? Leuchtfeuer, kein Port oder so. Das Zeichen da oben irritiert mich die ganze Zeit. So, da ist nochmal so ein Vieh. Ah, und das ist auch wieder voll, ne? Ist am Start. Ach. Was ist dann hier los? Kommt da nochmal? Kommen die jetzt die ganze Zeit? Respawnen die? Können natürlich auch gut sein hier an der Stelle. Jo, und da gibt es noch so irgendwelche andere Moves da hinten. Alter. Wir gucken jetzt. Wenn die wiederkommen, dann respawnen die halt. So, komm. Stagger Damage. Oh, da kommen einige. Okay. Ja, jetzt wäre es wahrscheinlich echt schon an der Zeit, mit der Mechanik klarzukommen und hier so ein fäulendes Ding reinzuwerfen. Dann ist wahrscheinlich direkt Feierabend. Oder halt direkt wissen, zu wissen, was hier das Konterelement oder was auch immer ist. Ah, da haben wir Stagger gesehen. Bitter. Okay, wir haben sie alle getroffen. Traumhaft. Und jetzt bin ich gleich tot. Weil ich schön in die Mitte reinspringe, so schön die Gegner immer wieder unterschätze. Das macht Spaß, oder? So sollte man es nicht machen. Stirb und drop was Blaues. Das ist schön. Was auch immer das war. War doch blau, oder? Oder lila oder so.
So. Ich brauche hier Heiltränke gegen die Viecher, ey. Das ist Wahnsinn. Ach komm schon, ey. Einfach weil man keine Geduld hat gegen die Mistdinger da. So, da war ein Stagger. Was macht denn da die ganze Zeit Feuer? Ah, der da oben. Feuerdamage, Glassplitter, Glassplitter, irgendwas. Ah, naja, du bist das. Stirb. So, da holen wir uns das Ding noch mit. Irgendein Schmetterling, traumhaft. Ach ja, stimmt, ich wollte meine Geister auch mal... Oh, ja, jetzt kriege ich gleich Damage. Scharlachfäule, darum geht es die ganze Zeit. Okay, wissen wir wenigstens mal, was hier abgeht. Ja, und die müssten wir eigentlich gegenheilen, weil die ist ziemlich aggressiv, wie man gerade sieht. Läuft mein Aufnahmegerät noch? Jo, läuft noch, wunderschön. Da freue ich mich aber kaputt. So, ich würde sagen, das war's da drin, oder? Ja, die ist echt aggressiv, die Scharlachfäule. Okay, das ist ein bisschen was anderes wie Gift. Aber da müssen wir mal gucken, dass man Scharlachfäule auf seiner eigenen Waffe drauf hat, oder? Das wäre doch mal was Sinnvolles. Ich gehe mal gerade ans Feuer. Oder, ja, ich stelle mir jetzt auch was her, was die Scharlachfäule hier mal heilt. Weil das nervt so langsam. Ah, ja, ja, ja. Ja, jetzt kommen sie so langsam mit verschiedensten neuen kleinen Mechaniken. Sagen wir es mal so. So, Scharlachfäule nervt stressig. So, Objektherstellung, Scharlachfäule heilen. Lindert die Belastung durch Scharlachfäule und heilt Fäulnis. Jo, das klingt gut, das machen wir. Machen wir mal fünfmal. Okay, traumhaft. So, holen das auch mit in die Ausrüstung mit rein. Hier an Punkt Nummer 4 ist gut. Jo, 4 ist gut. So, da haben wir das. Genau. Wunderschön, falls da jetzt ein bisschen was Stressiges kommt. Ach, stimmt. Du warst ja auch noch am Start. Ja, der macht jetzt Blutungsschaden. So, dann würde ich sagen, gehen wir runter zum Boss und hauen alles kurz und klein, oder? Müsste uns ja definitiv easy gelingen. So, gucken wir mal hier nach vorne, ob da irgendwas ist. Nee. Nee, scheint kein Secret zu sein. Wie gesagt, der Weg nach hinten haben wir ja gerade gemacht und runter versuchen sollen wir ja eigentlich gehen. So, hoffentlich nervt da kein Scharlachfäule-Typ irgendwie rum. Eventuell könnte man auch, ja, vielleicht also der Boss mal gucken, was der jetzt dann gleich so treibt. Was geht ab? Vorsicht vor links. Naja, das ist rechts und das andere links da. Ja, der lockt mich natürlich jetzt hier nach rechts raus, um dass der mich angreift. Genau der hier. Ja. Irgendwann ist es klar, immer in die andere Richtung laufen in dem Spiel. Immer anders, als man zuerst denkt. Dann passt schon. Rums. So, und jetzt noch nachsetzen. Oh, Reichweite, ey. Reichweite, hallo. So, schön. Ah, die Geister, wie gesagt, die müsste man auch so langsam mal upgraden. Auch meine Bogenschussgeister da. Auch wenn ich sie so schon ganz nett finde, aber trotzdem. Oder halt generell mal bessere Geister auch mitnehmen. Eine andere Waffe eventuell mal. Da ist der Hebel, Kollege, oder? Da vorne. So, sehr schön. Haune weg. Ja, oder die Waffe aufwerten. Vorsicht vor hoch, da bin ich dabei. Ach komm schon, den wollte ich jetzt abknallen. Nö. So war der Plan nicht, so war der Plan nicht. So, tschüss. Und da geht's rein, oder was? Echt jetzt? Geht so. Wo war überhaupt der Bossraum? Also irgendwo hat sich eine schwere Tür geöffnet, doch. Ich wollte gerade sagen, was war das gerade für ein Geräusch, so. Okay, es scheint wohl hier generell... Hab jetzt gar nicht so aufgepasst, wo da so ein Bossraum war. War der oben? Naja, gucken wir mal. Wo war der Bossraum? Ich sag's ja, heute ist nicht mein Tag, ey. Ich bin so richtig lost. Oder war das vielleicht sogar hinten auf der anderen Seite? Das kann sogar sein. Ne, da ging's ja noch hoch irgendwie so. Also hier haben wir den Hebel gezogen. Da müssen wir auf der anderen Seite wahrscheinlich durch und dort geht's dann weiter oder so. Oh. Oder wir können da runter. Hallo? Achso, ne, Quatsch, da muss ich nur hochschicken und dann kann ich vielleicht hier runter. Tatsächlich. Okay, da gehen wir mal runter.
Ach ja, genau. Und dort ist jetzt der Bossraum oder was auf der anderen Seite. Aber war dort nicht oben auch was? Waren da nicht so Geländer und so ein Kram? Na, da komme ich vielleicht jetzt hin. Fäule. Traumhaft. Und viele, viele kleine Viecher, die nerven. Hier gehen wir rein. Den Kampf gebe ich mir natürlich jetzt nicht gegen die alle. Das sind Krabben. Nie im Leben, nie im Leben. Ich weiß es, aber wir machen es natürlich, sage ich doch. Hä? Warum kommt der jetzt? Da kommt eine große Krabbe, oder? Da kommt gleich noch eine große. Es ist so klar, oder? Ach, Elden Ring, wir kennen dich doch. Hätte ich die leben lassen sollen, dass die große nicht kommt? Nee, einfach gar nichts. Ah, und da geht's hoch. Sehr schön. Ich hoffe, ich verpasse jetzt nichts. Heute habe ich echt das Gefühl, dass ich alles übersehen werde, verpassen werde. Heute ist echt nicht mein Tag. Die letzten 3 Folgen mit dieser inkludiert. Also gar nichts. Irgendwie so ganz komisches Gefühl heute. Hm. Vorsicht vor hinten. Jo, das ist der, der gleich auf mich einschlägt. Der hier. Hä? Ah, der hier. Der keinen Bock hatte. Ja, kann ich verstehen. War nämlich zu krass der Damage hier von meinem krassen Hammer, den ich dringend austauschen wollte, will, wie auch immer. Irgendwas schießt gleich in meinen Rücken. Da sind viele Tote. Ja, ich lauf mal durch. Vergiss es. Was ist in meinem Rücken los? Nix? Echt nicht. Das ist viel zu leicht. Da stimmt was nicht. Wichtkopfwolf. Was ist das denn? Okay, achso, von den Wichten da, die so da rumbrettern, oder? Ja, wahrscheinlich. Ein Kopfschmuck hergestellt aus dem kaum veränderten Kopf eines Wichtgolems. Mhm. Erinnert ein wenig an einen Wolfskopf und birgt sogar Spuren seiner Ausdauer. Okay. Ach krass, Kondition geht 2 hoch. Ey Leute, da können wir drüber reden. Da können wir durchaus drüber reden. 2 Konditionspunkte. Ey, und dann bin ich auf mittlere Last, habe ein bisschen Ausdauer dabei. Und die Werte sind durchaus solide im Verhältnis jetzt dazu. Das ist mir ja egal. So, ich habe 28, 24, 28. Merken wir uns einfach mal die körperlichen Resistenzen. Ja, wir gehen minimal runter. Dafür habe ich viel mehr Magie und so ein Kram. Und hab halt die Kondition noch dabei. Ey, da bin ich dabei, Leute. Wir haben einen neuen Helm. Traumhaft. Wir sehen bescheuert aus. Jo, nice. Da bin ich dabei. Locker. Gerade auch wegen der Kondition. Jetzt dürfte ich nämlich eigentlich meinen Speer wieder tragen können. Und vielleicht auch andere Späße damit machen können. Richtig cool. Cooler Helm. Noch nie davon gehört. Klar, die sind später nicht mehr so gut. Später sind andere Werte, die hervorgehoben oder verstärkt werden, halt besser. Keine Tür voraus. Aber ansonsten... Vor allem, es war immer mein Traum, sag ich mal, eine eigentlich Tanky-Rüstung zu tragen. Und vielleicht an den Beinen und... Jetzt nur als Beispiel, Beine und Kopf oder sowas. Sakramentsknospe, ja. Beinen und Kopf, irgendwas, was Magieresistenz noch erhöht. Also wo wir uns ein bisschen breiter aufstellen, sag ich mal. Und, ja, wo wir auch, ja, irgendein Zusatzattribut oder sowas drauf haben, natürlich. Ausdauerregeneration, Goldfund, was ich schon oft thematisiert hatte und so weiter und so fort. Ja, da unten kamen wir rein und da war ja dann nichts weiter, oder? Oder war der Bossraum jetzt hier? Bin ich schon irgendwo falsch gelaufen? Möglicherweise, ne? Ganz kurz, Moment, ich gehe mal noch ganz kurz zurück. Aber, ja, das gefällt mir gut. Das Ding ist geil. Ich weiß nicht, ob da unten jetzt der Bossraum war oder nicht. Keine Ahnung. Bin jetzt gerade echt komplett raus irgendwie. Ja, da sind wir ja hochgekrabbelt. Ja, ich gehe jetzt einfach mal da runter. Komm, scheiß drauf. Oder war ganz oben irgendwie der Bossraum? Keine Ahnung. Wir gehen mal runter, lassen uns durchseuchen. Dann sehen wir mal. Da oben war ja nichts. Nö. Okay, gehen wir runter. So, hier können wir noch irgendwelche Materialien sammeln. Ach stimmt, ich bin ja dann hier rund gelaufen. Da war ja gar nichts. Ne, da war nichts. Da war nichts, ne? Ja, gleich können wir die Fäulnis da rein theoretisch heilen. Nee, ja, da ist nix.
Jo. Nee, ist so. Tschüss. Ich bin dann mal weg. Ah, Feuer versuchen, da wird's auch genannt. Ja, alles klar. War sonst unten noch was? Also war da noch ein weiterer Weg wahrscheinlich, oder? Hier war ja nix. Oder? Ja komm, ich mach das jetzt mal. Wo war das? 1, 2, 3, 4. Hier das, ne? Ja, alles klar, jetzt können wir uns normal hochheilen wieder. Habe ich irgendwas übersehen? War oben, ganz oben, war da Bossraum? Weiß ich gar nicht mehr. Hebel? Hallo? Ah, okay. Oh, das war wirklich unten. Irgendwas habe ich übersehen mal wieder. Ich sag ja, heute ist nicht mein Tag, heute wird gesucht. Aber der Helm ist geil, auch wenn er bekloppt aussieht. Und natürlich kein Endgame-Helm ist, höchstwahrscheinlich nicht. Aber für mich jetzt gerade passt er sehr gut. War da oben Bossraum irgendwo? Bossraum? Hallo? Ich weiß es nicht. Nö, ne? Nö. Boah, ey, wo ist denn der Quatsch jetzt? Oh, die Sucherei immer. Ah. Ah, nein. Bossraum, komm. Gib mir noch einen schöneren Helm. Da gucke ich auch gleich, ob ich Schwertchen mitnehmen könnte. Also mit großer Rune und Kondition 43 konnte ich ja definitiv mein Schwert mitnehmen. Also das dürfte dann definitiv der Fall sein. Ja, gehen wir nochmal hier runter. Ne, Quatsch. Ne. Wahrscheinlich ist das der richtige Weg hier. Wenn ich hier nochmal runter jumpe. Ich denke, da habe ich was übersehen, oder? Was ist mit dir jetzt? Bleib mal ganz geschmeidig. Hallo? Achso, ne, muss ich den hier hochstarten. So, jetzt gehen wir hier runter. Habe ich irgendwo einen Bossraum übersehen? Achso, stimmt, hier habe ich mich gar nicht genug umgeschaut. Ich bin hier direkt irgendwo rechts reingebrettert. Genau, stimmt. Und wahrscheinlich hier vorne ist dann Bossraum, oder? Gehe ich mal stark davon aus. Grabpfeilchen, jo, Nervsäcke, Bossraum, wie sieht's aus? Ja, alles klar. Ja, jetzt erinnere ich mich. So, irgendeine Marika-Statue. Wahrscheinlich krasser Boss, oder was? Was? Warum geht die Scharlachfäule weiter hoch? Geht die generell hier hoch? Das ist nicht so geil. nee, das ist gar nicht so geil irgendwie. Hallo? Hörst du bitte auf? Hörst du bitte auf mit dem Quatsch hier? Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Kristallwaffe, jo, wir halten uns natürlich gar nicht dran. An das, was wir gesagt bekommen. Okay, aber Gott sei Dank habe ich hier, wollte ich gerade sagen, keine Fäule mehr am Start. Ah, okay, wir machen aber super Damage. Sollte an sich eigentlich kein Problem sein, sofern die Soldaten ein bisschen durchhalten. Komm, einen kriegen wir weg oder so. Komm, hör auf mit dem Quatsch jetzt. Jojo, alles klar. Komm, fall mal zu Boden oder so. Kann man so eine Statue irgendwie... Oh je, die sind gleich weg. Okay. Jetzt könnte es langsam nervig werden. Sehr schön. Bringt das was? Warum Kristallwaffe? Sind die da gegen anfällig oder was? Sagen wir einfach mal ja, das ist so. Fernkampf ist keine so klassisch geile Idee. Okay, jetzt könnte es eng werden. Heilen wir uns mal. Also hier noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Fäulnis dabei, dann wird es richtig eng. Ach komm schon. Ja, weil ich nicht mehr anvisieren konnte. Oh. Marikas Fall. Traumhaft. Ja, hier kommen viele Doppelbosse. Ja, hier bringt man jetzt irgendwas, was offensiv krasser ist. Bringt mir hier mehr, denke ich. Ausrüstung, also... Achso, wir könnten auch generell gucken, ob ich jetzt mein Schwertchen hier dabei nehmen kann. Eisnadel, vom Gewicht her wird immer noch nicht gehen. Wahrscheinlich ganz knapp nicht, nehme ich an. Schade, und wir hätten eh nicht genug Ausdauer. Bleibe ich mal hier drauf. Ich könnte den Tipp beherzigen, yo. Wie gesagt, Begleiter könnte ich wechseln. Sind die Skelette sinnvoll? Die halten länger durch.
Ach komm schon, jetzt kommt der da von hinten angebrettert. Ja, hol mal die Skelette raus, vielleicht hilft's. Und wir könnten von Anfang an hier unsere Himmelsträne da nutzen. So, dann hol mal die Skelette raus. Oh, warum habe ich keinen... Ach, das war der falsche Trank. Scheiße. Oh Gott. Okay, das können wir auch noch machen. Okay, ja, ich bin kacke. Alter, ich habe viele Fehler jetzt schon gemacht. Mist, ey. Was mache ich denn da? Ah, das wollten wir ja auch mal testen. Okay. Ich wollte eigentlich den anderen Trank nutzen. So, lasst sie leben. Steht wieder auf und nervt sie weiter. Oh, das ist sehr schön. Das ist nicht so schön. Ah, da oben sieht man meinen Buff. Sehr schön. Mit dem besseren Fleisch, da haben wir jetzt ein bisschen Damage machen können. Oh, oh, oh. Schlechter Fokus, schlechter Fokus. Och Gott, nee, wie schlecht. So, Milizi, mach noch was. Oh Gott, schon wieder so wie eben. Oh, das sollten wir noch mitnehmen. Das sollten wir noch mitnehmen. Ja, beim nächsten Runde mache ich sie weg. Das ist kein Problem. Ich habe mich jetzt sehr oft verklickt. Ich sag ja, heute ist nicht mein Tag, was die Klickerei und alles Mögliche angeht. Ich wollte nämlich eigentlich auch einen anderen Trank nutzen, der mich hier genau, der mich einmal, dass ich einen Hit fressen darf. Oh, und da, wo ich die Heilung hochbekomme. Komm, 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 mach was. Sollte ich eigentlich. So, jetzt müsste ich eigentlich eine dauerhafte kleine Heilung drin haben. Das wollte ich eben schon zum Start wegmachen. Was definitiv geholfen hätte. So, und jetzt noch einer. Das darf kein Problem sein, ne? Ist doch so. So, dann komm her. Ja, ich hätte ihn eben schon geschafft, wenn ich den Fokus nicht verloren hätte. Ich habe leider den Fokus verloren. Also anvisieren und so. Und da konnte er mich hitten und so. Das war natürlich blöd. Ja, sonst tanken wir den jetzt easy weg. Und rums. Tschüssi. Ach, nervig. Schade. Hätte besser laufen können. Asche des wahnsinnigen Kürbiskopfs. Ja, da muss ich auch dringend was machen. Wir haben jetzt so viele Aschen auch, die ich mal verbessern müsste und so weiter und so fort. Ja, der Helm gefällt mir. Wenn ich nicht einen krassen Denkfehler irgendwie drin habe, ist der Helm schon mal geil. Wie gesagt, den nächsten Skillpunkt werde ich dann in Ausdauer setzen und ab dann werden wir eigentlich Richtung Geschicklichkeit, Richtung Leben, in die Richtung gehen, dass wir die Eisnadel sinnvoll nutzen können und dann passt das schon. Echt nice. Ich gehe nochmal ganz kurz drauf. Ich kann es noch gar nicht fassen. Also er ist echt nice. Hier mit der Kondition. Das ist auf jeden Fall echt geil. Gefällt mir sehr gut, dass das drauf ist. 2 Punkte Kondition, warum nicht? Und auch sonst eigentlich ganz gut. Ach stimmt, das Gewicht. Ah, okay. Deswegen können wir es nicht tragen. Okay, der ist auch generell schwerer, der Helm. Das ist natürlich dann auch gleichzeitig dämlich. Ach Mist. Er ist schwerer. Gar nicht drauf geachtet. Ja, das ist natürlich dann auch gleichzeitig doof. Müssen wir mal gucken. Ich lasse ihn jetzt mal an. Aber das ist natürlich, er bringt mir was und zieht mir es eigentlich direkt wieder ab. Ist natürlich auch nicht geil. Ah, nein. Naja, egal. Ich würde sagen, ja, wir machen im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Ja, ob ich jetzt meine Punkte, wie sieht's aus hier mit den ganzen Runen? Da macht es Sinn, die irgendwie mal auszugeben. Mal was, also jetzt müsste ich auch hier wieder die Sortierung aufheben. Objekttyp. So. Ah, damit kann man auch arbeiten mit der Sortierung da. Heldenrune. Darf ich die vorher ausgeben? Ja oder nein? Was? 12 goldene Runen? Ah ne, Quatsch, eine. Ja. Okay, eine. Hier noch eine, sind 10.000. Hier nochmal 12.000. Ja, hier. Oh doch, dann ein Level kriege ich zusammen. Es wäre eigentlich sinnvoll, den mal... Was soll ich mit den Runen da rumlaufen jetzt? Könnten wir eigentlich mal machen. Mache ich gerade Offcam und dann machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.